Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, ich denke, aufgrund den Witterungsverhältnissen, der langen Fahrt am Anfang, das alles drum und dran, denke ich, ist der Punkt in Ordnung. Wir haben sehr ordentliche 20 Minuten gespielt. Die zweite Halbzeit war auch gut, die 20 Minuten. Zwischendrin haben wir ein bisschen Faden verloren, aber ich denke, mit dem Punkt kann man ganz gut zufrieden leben. Ja, auf jeden Fall, für mich schon. Ich freue mich richtig, wenn ich den Jungs die Dinger da vorbereiten kann mit meinen Flanken, mit meinen Pässen. Und hat mich richtig gefreut, gibt mir Mut, Selbstvertrauen und genauso will ich weitermachen. Ja, das wird ein Spiel wieder auf Augenhöhe, 50-50 Spiel. Wir müssen versuchen, dass die Fans gleich da sind, dass wir da sind, dass wir das absolut zum Heimspiel machen und gewinnen wollen. Wir wollen unbedingt gewinnen gegen die und ja, ist alles drin. Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon vor allem hier, das merkt man auch dann zum Ende hin, wenn es ausgeglichen steht. Die Fans geben immer alles, die feuern uns an, bei jedem Eckball, bei jedem Standard, der da reinfliegt, bei jeder Flanke. Es macht schon tierisch Spaß und es gibt uns auf jeden Fall sehr viel Kraft. Ich denke, dass der Trainer mir schon bei den Standards jetzt ganz viel Vertrauen gibt, dass ich noch öfter in die Box gehe, noch mehr Läufe mache, noch öfter zum Abschluss komme. Es gibt noch so viele Fähigkeiten, die ich davon ausbauen kann. Und ich möchte immer vorne dabei sein. Ich bin offensiv ausgerichteter Außenverteidiger und ich möchte so viele Dinge den Jungs da vorne vorbereiten, wie es möglich ist. Ja, ich musste generell ein bisschen was ändern an mir. Ich habe gedacht, wie kann ich mich am besten verbessern? Ich will den nächsten Schritt machen, ich will besser werden, ich will richtig gut spielen, nicht nur gut, sondern ich will wirklich Leistung bringen auf ganz hohem Niveau in der zweiten Liga und ich denke, ich bin auf einem guten Weg, aber da ist noch viel, viel Potenzial und ich werde da weitermachen mit meinem Coach da im Fitness First und er gibt mir ganz gute Ratschläge, wir trainieren ganz gut und die Kombination aus Fitness und Training auf dem Platz passt im Moment ganz gut. Ja, das gehört heutzutage dazu. Ne? Ich habe es mir damals auch mit 18 runtergeladen und seitdem benutze ich es auch jeden Tag. Man schaut rein, was machen andere Kollegen, wo, wie, was. Also es gehört schon zum täglichen Leben dazu, finde ich, jetzt in der heutigen Zeit. Man kann eigentlich auch fast gar nicht ohne mehr. Hast du einen besten Freund in der Mannschaft? Ich verstehe mich eigentlich mit dem Großteil sehr gut, aber mit meinem Zimmerpartner Manuel Prietl, dem verstehe ich mich schon sehr gut, mit Ortega auch ganz gut und Keanu Staude und die ganzen Jungen, wir verstehen uns alle super. Also es gibt wirklich keinen, wo ich nicht mag. Wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild ist eigentlich, es gibt zwei, David Alaba hat mir schon immer gefallen, von seiner Spielweise, von seiner Dynamik her. Marcelo von Real Madrid ist ein unglaublicher Außenverteidiger, der hat wirklich alles drauf, ist schon fast Außenstürmer mit seiner Technik. Ja, die zwei Spieler sind schon für meine Person und auch für meine Spielart sehr atemberaubend zuzuschauen. Welche Bedeutung steckt hinter deinem Tattoo, das mit dem Fußball? Also dieses Tattoo ist sehr emotional. Das ist auf einer Basis meines Vaters. Er ist vor 3 Jahren gestorben. Und ich brauchte ein bisschen was, was mir Kraft gibt auf dem Platz und neben dem Platz. Und wenn ich dieses Tattoo anschaue, gibt es mir mal Kraft. Und der Ball, mein Vater war jedes Spiel zugucken, egal wie weit es weg war. Und ich denke, das ist ein kleines Zeichen für mich, eine kleine Dankbarkeit. Er ist immer auf dem Platz bei mir und deswegen ist es mein Tattoo, was mir Kraft gibt.